Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Space Engineers. Ich grüße euch. So, ich muss mal kurz spazieren gehen. Okay. Also hier wird gerade gebaut. Da ist gerade so der Anfang des Ganzen am Arbeiten. Ich bin jetzt gerade mal gespannt, wo es gerade hängt. Ich habe das Spiel gerade neu gestartet, die Welt neu geladen, die Soundeinstellungen nochmal überprüft. Ich hoffe, das klappt jetzt ganz gut. Wir werden sehen, wir werden ganz einfach sehen. So, Produktion. Gucken wir mal ganz kurz. Demontageanlage. Ich schalte das mal ab und gehe bei der Demontageanlage auf Demontieren. Und gehe jetzt da drauf und sage hier, ich will alle diese Grundeinstellungen, will ich alle mal raushauen. Das Problem ist nämlich, und das habe ich jetzt gerade wieder aufs Neue festgestellt, das Problem hier ist es, dass die Montageanlage, die Demontageanlage, auch wenn die auf Demontieren steht, bei jedem Laden der Welt neu auf Montieren geht. Und das ist ein bisschen demontiert gerade so ein bisschen meine innerste Überzeugung. So, weil die dürfte nämlich eigentlich auf Demontieren standardmäßig stehen. Tut sie aber leider nicht. Naja, ist egal. Ist egal. Wie gesagt, die Produktion hier sollte eigentlich auf Demontieren komplett stehen. Aber ja, das macht sie auch. Also das funktioniert schon. Und dann klappt das mit dem Demontieren nämlich auch wieder ganz wunderbar. Und dann sollte das hier auch produzieren und da fehlt halt Platin. Und für Platin brauchen wir auf jeden Fall Nachschub, weil Platin ist jetzt, das ist so, wenn ich jetzt anfange zu bohren, reißt uns den ganzen Schirm weg. Das will ich nicht. Wir sehen hier auch ein leichtes Zuckeln, oder? Nö, es ist okay. So, die Dinger hier, die haben ein bisschen Sauerstoff kommt hier rein. Die generieren hier nicht die Wucht, ne? Also wenn man jetzt mal da drauf guckt, ich weiß nicht, warte mal kurz, so. 0,14 Liter pro Minute geben die ab, da aber nie mehr was rauskommt in dem Schiff, außer wenn ich mal wirklich mal meinen Rüssel an das Gerät halte, sollte das ganz gut gehen. Zu den Streams habt ihr sehr, sehr eindeutig allesamt gesagt, ja, Zwerg, bitte mehr. Bitte mehr. Wow, das war jetzt gerade echt fies. Ganz kurz noch, ich muss hier mal ganz kurz auf Triebwerke gehen. Und dann sage ich Bohrer, Triebwerk und dann kommt das hier auf jeden Fall dazu. Das gehört damit rein. Das ist ein großes Vorwärtstriebwerk und das gehört auch hier mit dazu bei Bohrer, bei Triebwerke. Ich muss das mal ganz kurz speichern, weil wenn ich jetzt nämlich die ausschalte. Die sollten eigentlich alle aus sein, sind sie aber nicht. So. Doch, jetzt sind sie aus, okay. Kann ich hier abheben? Wie viel habe ich denn hier drin? Das ist nichts weiter drin, also ein bisschen Stein. Okay, damit kann ich arbeiten. Jetzt mal ganz kurz aus, an. Jetzt sind alle an, okay. Wenn ich jetzt ausschalte, dann sind alle aus. Okay, das wollte ich nur haben, weil dann klappt das nämlich jetzt auch mit dem Beschleunigen und mit dem Bremsen besser. So, meine lieben Platinum-Freunde, wir machen jetzt eine kleine Platin-Tour. Platin, Nickel machen wir auch mal aus. Silber machen wir aus, Titanium. Und deswegen, ihr wisst schon, ich schalte alles aus, was mir jetzt momentan nicht so taugt. Dass wir Gold gefunden haben, finde ich interessant. Wenn da Gold ist, könnte da auch Platin sein. Das ist aber halt arg weit weg, ne? Also, da müssen wir schon echt einen Meter fliegen, um da hinzukommen. Ich finde das aber generell ganz interessant. Jump Drives sind in unserem neuen Schiff noch gar nicht drin. Das finde ich auch ein bisschen schade. Aber gut. So, wir haben maximale Reisegeschwindigkeit erreicht. Während wir hier reisen, meine Lieben, möchte ich auf das Static Grid hier gehen, aufs Terminal zugreifen und möchte mal ganz kurz in die Produktion nochmal reinschauen. Uns fehlt aktuell Silber und uns fehlt aktuell Gold. Ne, nicht Gold. Auch Gold? Gold.
Auch Gold fehlt uns aktuell. Haben wir auch schon wieder alles verbraten? Ja, gut. Wir haben aber... Reaktorkomponenten haben wir. Hier werden auch gerade Motoren hergestellt. Weil die brauchen ja nichts sonst weiter. Also Gold fehlt uns und Platin fehlt uns. Natürlich ist es dann dementsprechend auch sinnvoll, dass wir Richtung Gold uns weiterentwickeln. Wahlweise werde ich aber trotzdem schauen, dass wir hier weiterhin alles demontieren, was so in der Produktion rumgedümpelt ist. So. So, dann werden wir alles mal zerlegen. Ich weiß, das wird eine Zeit lang dauern, ob das diese Aufnahmesession klappt. Zumindest aber im Stream werden wir die ganzen Fehlproduktionen, die wir hier gestartet haben, werden wir langsam aber sicher mal rausbekommen. Da bin ich ganz fester Überzeugung von. So, unsere Signale hinten verschwimmen so langsam. Ich muss mir mal bei Gelegenheit eine Base-Koordinate setzen. Das habe ich noch gar nicht gemacht. Das ist ein bisschen doof, ne? Ja, sollte ich mal machen. Weil hier, wir verlieren schon, also teilweise sind die Sachen schon arg weit weg. Wir haben hier beim Zwergster tatsächlich auch ein Remote Control. Aber gut. So. Nee. Static Grid hier. Produktion. Also Platin und Gold, das ist die Suche, die wir jetzt aktuell starten. Das wird auch wahrscheinlich, wenn alles gut geht, die letzte Suche sein, die wir anstarten müssen. Wie gesagt, ein bisschen Gold nehme ich mit. Das brauchen wir standardmäßig und ein bisschen Platin suche ich generell jetzt mal. Wenn wir natürlich Platin finden sollten, dann ist das für uns jetzt erstmal eine ganz feine Nummer, weil Platin, wie gesagt, selten. Und wenn wir was haben, dann sollten wir Platin auf jeden Fall auch in Mengen mitnehmen. Für die Triebwerkkomponenten ist das einfach wichtig. Und Platin, sind wir mal ehrlich, wir brauchen die viele Triebwerkkomponenten. Also lohnt sich das, wenn wir das herstellen. Das sollte unser größtes Ziel aktuell sein. Fehlt noch ein Fuß, fehlt mir gerade so auf. Das habe ich leider irgendwann mal weggerissen. Hier, da, wo der Fuß reingehört, das ist auch theoretisch schon da. Ja, okay. Genau. Also wenn wir erstmal in Schub sind, das Schöne ist, wir können mit zwei Triebwerken auch wirklich Gegenschub organisieren. Also das sollte uns den Bremsvorgang jetzt erstmal nicht mehr ganz so heftig machen. Wenn ich da jetzt mal drauf gehe, auf Bremsen, dann bremsen wir schon massiv runter. Also das klappt ganz gut eigentlich. So, hier haben wir jetzt mal ganz kurz 11 Kilometer. Ihr seht schon, ganz flotti. Ja, es gibt jetzt auch wohl Asteroiden, die tatsächlich gar nichts enthalten. Ja, das ist sehr, sehr viel mehr sogar als vorher. Wer sich für geile Mods interessiert von euch, meine Lieben, der gute, oh, jetzt lass mich lügen, Metzger war es, glaube ich. Metzger, meine ich, war es. Der hat im Forum eine Mod-Datenbank angelegt, also auf zwergtube.de. Hat er eine Mod-Datenbank angelegt und diese Mod-Datenbank enthält hauptsächlich kosmetische Mods, die ich sehr, sehr geil finde, aber zum großen Teil noch gar nicht mehr in das Spiel eingebaut habe. Beziehungsweise ich habe alle davon noch gar nicht eingebaut, so ist es eigentlich. Das liegt einfach daran, dass ich jetzt gerade von einer Aufnahmesession in die nächste hüpfe. Ich habe gesehen, er hat es hinzugefügt, aber ich habe selber für mich jetzt noch nicht eingebaut. Das muss ich vorher auch ein bisschen testen noch. Aber ich werde mir da definitiv einige holen, da sind richtig schöne dabei. Zum Beispiel entfernen die hier diesen natürlichen Dunst auch und da schaut dann die Welt nochmal gar nicht ganz, ganz anders aus. Finde ich eine sehr, sehr schöne Ergänzung zum Grundspiel. Und der trägt da auch, wenn ihr Mod-Vorschläge habt, trägt er die quasi zusammen und ich werde mich so ein bisschen auch bei neuen Mods an diese Datenbank halten. Natürlich linkt der gute Metzger da alles zu Steam weiter. Bitte tragt dort keine weiteren anderen Angebote ein. Ich würde auch dazu tendieren, wirklich nur die Steam-Daten zu nehmen, also nur Steam kompatible Modifikationen. Ich würde mir die jetzt nicht gerne so von externen Seiten runterladen, wo ich nicht weiß, wo sie herkommen. Das liegt auch ein bisschen daran, dass es dass ja auch so eine Freigabe auf Steam noch im Hintergrund mitschwingt, dass das Zeug halt auch nutzbar sein darf. Und deswegen ist das einfach für meine Begriffe gerade so die beste Möglichkeit. So, wir sind am Reinschwingen. Hier rechts sehe ich auch noch gerade was. Würde ich auch mal ganz gerne nochmal reinschauen. Vor allem, wenn wir jetzt noch leer sind. Nur für den Fall, dass es hier was geben sollte, was ich jetzt noch nicht bisher gesehen habe.
Was haben wir hier? Das kennen wir schon, Eisen, ne? Ja. Aber sonst gibt es hier auch nichts. Hier haben wir Neutronium, Eis ist ein bisschen. Okay, das interessiert mich nicht weiter. Dann gehen wir mal ganz kurz zum nächsten weiter. Ja, wenn wir bremsen, sind wir schon bei 100% Auslastung. Vor allem, wenn andere Triebwerke noch mitspielen, dann kommen wir schon ziemlich an die Limits von dem, was hier geht. So, mal ganz kurz hier nochmal ein bisschen die Nase hinhalten. Was haben wir hier noch? Irgendwas Interessantes für uns? Da ist auch irgendwas drin. Auch Eisen, ne? Oder? Na, Quader, Eisen, Nickel. Jo. Ganz nett, aber jetzt für meine Begriffe gerade ein bisschen unnötig. So, was haben wir hier noch? Auch noch ein bisschen was. Hier ist auch irgendwas oben. Ich sehe es gerade. Ganz leicht. Da ist irgendwas Interessantes. Das schaut aus wie Uran. Uran! Ja, tatsächlich. Da sollten wir uns auf jeden Fall eine Koordinate von machen. Das ist sehr, sehr wichtig sogar. Da machen wir auf jeden Fall eine Koordinate rein. Ach nee, Quatsch. Das ist wichtig. Machen wir auch nochmal eine Uran-Koordinate. Dann nehme ich mir mal ganz kurz ein Schlückchen von mit. Und wir aktivieren mal ganz kurz ein bisschen Vorschub. Ganz kurz Lagerinventare prüfen. Wie gesagt, ein bisschen Uran ist nicht verkehrt. Wir verbrauchen ja auch generell immer ganz schöne Brennstäbchen. Und wenn wir davon dann ein Schlückchen mehr mitnehmen können, warum nicht? Schauen wir mal, dass wir so ein 10er, 10.000 oder sowas mitnehmen können. Ich will das jetzt, wie gesagt, auch nicht übertreiben. Und mit dem Vorschub, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Das werden wir spätestens brauchen, wenn wir unseren... ist ein bisschen arg schnell vielleicht. Ich drehe mal noch ein bisschen runter. Das mit dem Vorschub werden wir auf jeden Fall brauchen, wenn es dann an die automatische Bohrmechanismen rangeht. Um mit unserer Bohrplatte halt so mal einen ganzen Flöz wegzureißen. Das ist dann schon mal ganz ordentlich. Okay, gucken wir mal schnell. Ja, das passt. Dann schalte ich jetzt mal die automatische Schubumkehr aus und dann machen wir das aus und ziehen uns langsam aber sicher hier wieder raus. Deswegen mit dem anderen Bohrer werden wir Rückwärtsflüge gar nicht mehr so in dem Umfang machen können. Dann werden wir wirklich eiskalt durchbohren müssen, weil wir den einfach, ich kriege den nicht rückwärts gerade so ausgeparkt, wie das notwendig wäre. Jetzt lassen wir ganz kurz gucken. Wir haben jetzt hier auch nochmal, da ist auch noch irgendwas. Das habe ich gar noch nicht gesehen. Was ist das? Oder ist das das Nickel gewesen? Ah, Eis. Ja, okay. Aber wir könnten mal ganz kurz hier nochmal hochschauen. Die Gyros von den Dingern sind hervorragend. Also, hier ist auch nochmal sowas wie ein Trinium oder sowas. Neutronium. Auch immer ganz gut, aber da haben wir auch schon ein paar gute Spots davon. Gold haben wir ja auch, im Übrigen. Sehr nice. Nehmen wir uns da schon mal ein Schlückchen mit. Eis können wir ja auch mal einen Ticken einsammeln. Das ist ja jetzt auch nicht verkehrt. Und die Schubumkehr auf 8 kN. So, 8 Newton. Jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen arg schnell rein. Na, 3. Ja, hält schon. Die Dinger sind ja nicht aus Gummi. Die halten da ganz gut was ab. So, Golderz. Wie gesagt, ich grab mich jetzt einfach mal ein bisschen ein. Solange bis kein Gold mehr kommt. Und dann ziehen wir uns langsam zurück.
Wie gesagt, auf Gold waren wir ja eh fixiert. Und wenn ich jetzt noch ein neues, zusätzliches Teil finde, wo wir halt nochmal ein bisschen Golderz abgraben können, dann ist das ja gar nicht mal so verkehrt. So, und das war's jetzt auch schon. Ja, Gold ist nicht mehr so die Wucht, ne? Also das war mal deutlich mehr. Das grabe ich jetzt mal manuell schnell an, ohne Triebwerksüberbrückung. Das geht auch so ganz gut. So. Jetzt gucken wir mal, der Dunst. Der Asteroid schaut generell auch ein bisschen interessanter aus. Ah, guck mal, die neuen Uranstäbchen sind gar noch nicht angeschlossen. Hier haben wir noch mehr. Ich klicke jetzt mal hier so durch. Ah, noch mehr Uran. Vielleicht blitzt mal irgendwas, was mich interessiert, gerade auf. Aber das ist ja halt so eine relative Geschichte. So, jetzt fliegen wir mal hier rüber. Ah, hier ist, wie gesagt, eine Goldader. Das ist auch eine relativ große Geschichte. Hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Eisen kann man auch immer mal wieder ein Schlückchen mitnehmen. Wie gesagt, meine Platinsucht treibt mich. Ja, ein bisschen zumindest. Können wir hier mal ganz kurz ein bisschen angraben. Wie gesagt, kann man auch immer mal einen Schluck mitnehmen. Silizium ist okay, brauchen wir aber momentan eher weniger. Genau, nehmen wir einfach mal ein Schlückchen mit. Und das geht halt mit dem großen Nudel geht das halt dann deutlich besser, ne? Also da kriegen wir halt auch ordentlich was raus. So, jetzt sollte aber auch eigentlich schon reichen. Ja, schau mal, wie schnell das geht. Hilft uns aber alles noch nichts. Ich bin ein bisschen arg weit weg in der Kamera. Das gefällt mir immer nicht so. So, das hilft mir alles noch nichts. Schaut auch interessant aus hier drüben. War das? Das war aber nicht das Uran gerade, oder? Platin ist auch irgendwie so eine graue Masse, glaube ich, ne? Könnte hier was sein. Hier die Asteroiden schauen ziemlich interessant aus. Das schaut aus. Links Uran, ja. Sie liegt. Ja, verdammt. Mein Uran selber zu finden ist ja schon mal gut. Also das ist ja schon mal Jackpot, ne? Okay, dann pass auf. Dann lass uns mal ganz kurz zu den Flözen hier drüben weiterfliegen. Das ist ja auch für uns gar nicht mal verkehrt. Noch ein bisschen Tellerrand und so, ne? Ja, hier war auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Also ich glaube, diese Einzelbrocken, die haben kaum noch irgendwas, ne? Diese größeren Gerätschaften, ich glaube, die sind wiederum interessanter. Wenn man halt so auf so Konstrukte wie das hier zufliegt, sollte man, glaube ich, ganz gut was rauskriegen. Also das schaut aus, so als würde es auch was bringen. So, die Seitentriebwerke rudern nämlich ordentlich. Deswegen habe ich jetzt das Triebwerk auch ein bisschen benutzt. Ich habe irgendwann mal Angst, dass wir mal liegen bleiben mit dem Riesending. Weil es halt einfach, oder Riesending ist es ja in dem Fall gar nicht, ist ja schon ein kleineres Schiffchen. Weil es halt einfach auch irgendwann mal keinen Sprit mehr hat. Und hier ist kein Solarpanel, keine Batterie, kein gar nichts, womit wir mit Notstrom fliegen könnten. Macht mich ein bisschen schwierig manchmal. So, gucken wir mal in die Richtung. Also hier haben wir ein relativ großes Eisenvorkommen. Da ist auch rechts irgendwas. Das schaut auch interessant aus. Könnte aber auch sowas wie Silizium sein. Näher mich mal.
Silizium, verdammt. Eisen, Silizium. Das schaut aus wie Nickel oder so. Na, Quader. Und was haben wir hier noch? Magnesium. Ja, Magnesium für Waffen wäre das super, aber wir brauchen so selten Waffen. Deswegen verbrauchen wir auch von dem Zeug generell momentan nicht viel. Aber gut, man kann ja trotzdem mal so ein bisschen über den Tellerrand rausgucken. Irgendwann finden wir das Zeug schon noch. Das ist eben genau das, wo man jetzt ein bisschen mit ein bisschen Bedacht ran muss. Ja, also jetzt mittlerweile ist es nicht mehr so, du fliegst einfach rum und jedes Ding hat irgendwas. Neutronium gibt es momentan wie Sand am Meer. Das ist, wird generiert wie blöde. Brauchst du aber halt auch extrem wenig, ne? Da ist auch irgendwas da drin. Das links schaut doch aus wie Uran. Das hier. Das ist kein Neutronium. Das ist Uran. Das ist Stein. Das sieht jetzt aber nicht aus wie Stein, meine Lieben, oder? Das täuscht doch. Das hier unten noch? Hängt doch auch irgendwas dran. Gold, oder? Nee. Eisen oder sowas. Ach nee, Quatsch, Naquader. Naquader, Nickel. Das Schöne ist, und was ich wirklich zu schätzen weiß, ist, mit einem großen Schiff hast du natürlich jetzt hier auch in dem Zusammenhang große Scanner. Und das finde ich wiederum super. Da fliegst du halt einfach nur quer vorbei und findest halt so, wow, Gold. Unbedingt markieren. Das ist halt auch was du nicht so häufig findest. Earth, Ast, Gold. So, das findest du halt echt nicht mehr so häufig. Mittlerweile geht's jetzt, also wenn man aus den originären Gebieten rauskommt, dann geht's so ein bisschen, dann findest du schon was. Aber so, ich glaube, mit dem Jump Drive mal so ein bisschen so zu crossen wäre gar nicht so schlecht, ne? Also, hier ist auch irgendwas wie Uranhaltiges dran. Also Uran findest du hier jetzt relativ gut gerade. Unten ist auch noch irgendwas, oder? Ne, das ist eine Höhle. Schaut doch aus wie Uran hier. Silizium. Uran. Nickel. Eisen. Oh ja, ich sehe schon. Ich würde jetzt nur ungern ein bisschen Nickel mitnehmen, weil wir es einfach auch gerade tatsächlich faktisch nicht brauchen. Haben wir nämlich noch relativ viel von. Kobalt. Kobalt brauchen wir auch gerade nicht so wirklich. Ja, so langsam. Langsam müssen wir uns einen Plan machen, wo wir hinfliegen als nächstes. Also hier unten haben wir schon was. Ich würde mich nur ungern noch weiter von unserem Ausgangspunkt entfernen, von den Antennas. Was haben wir hier noch? Das könnten wir nochmal anschauen hier. Das ist zwar auch alleinstehend, mal gucken, ob das was bringt. Aber dann entferne ich mich wenigstens nicht mehr so ganz so weit von unserer Ursprungskoordinate. Und ganz im Gegenteil, wir nähern uns dadurch noch ein bisschen an. Ich versuche mal ein bisschen runter zu bremsen. Meine Lieben, die Reise nach dem Platin wird weitergehen. Aber erst, ihr wisst es, in der nächsten Folge, wenn ihr Bock habt. Und bis dahin sage ich danke fürs Zugucken. Habt eine tolle Zeit, lasst es euch gut gehen. Und wir sehen uns. Ich würde sagen, ja, das dauert nicht mehr lang. Das dauert nicht mehr lang. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.